It's Bloody Time, herzlich willkommen zu einem neuen Part Call of Duty World War 2. Eine neue Call of Duty Ära und wir spielen die Kampagne. Und zwar mache ich ein kleines Let's Play aus der Kampagne, je nachdem wie es ankommt, setze ich das auch fort. Falls ihr Bock habt auf. Lol. Aha. Ja, falls ihr auch Bock habt auf den Multiplayer, schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten, wenn nicht, schaut einfach bei mir auf Twitch vorbei, lasst mir da ein Follow da und dann könnt ihr mir dann des Öfteren dann auch zuschauen, wie ich dann den Multiplayer vom neuen COD3 spiele. Und da würde ich mich über jeden freuen, der da mal vorbeischaut. Wir spielen. Ja, komm, wir machen kein Auge auf Veteran. 1. September 1939, Zweiter Weltkrieg. Über 50 Nationen sind beteiligt und 65 Millionen sterben. Es ist der tödlichste Konflikt der Menschheitsgeschichte. Activision präsentiert. In dieser dunklen Stunde müssen wir mit ganzer Kraft zum Bollwerk gegen die Unterdrückung werden. Der Ansturm der Nazis ist unsere größte Bewährungsprobe. Aber mit unseren Verbündeten werden wir uns ihnen stellen und sie besiegen. Mit Josh Duhamel, Jonathan Tucker, Jeffrey Pierce. Also der Sound in diesem COD3 finde ich sehr klassisch und auch sehr, sehr cool gemacht. Bin gespannt, was auf uns zukommt. Call of Duty World War 2. Paul, wir haben den 6. Juni 1944. Wenn du das nur sehen könntest, Bruder. Wir stürmen einen französischen Strand, dessen Namen ich nicht wissen darf. Und wir können Frankreich von den Nazis befreien. Aber das Warten gehört zum Kampf dazu. Ja, das Ganze spielt im Zweiten Weltkrieg, wie wir es schon mitbekommen Ich soll also haben. dem Kerl meine Uhr geben und denk so, was zur Hölle kann der denn mit meiner Uhr wollen? Der ist Captain von einem gottverdammten Football-Team. Aber ich habe in der Grundausbildung Freunde gefunden, die alle mit mir im Boot sind. Alle haben Schiss, aber keiner lässt es sich anmerken. Ich habe Sassmann in der ersten Woche gehasst, aber jetzt ist er der beste Kumpel, den ich habe. Er zieht Ärger an. Wenn nicht schon Krieg wäre, würde er einen anzetteln. Abgesehen davon sollten meine Finger noch dran sein für das Foto des Jahres. Styles will ein Fotograf fürs Life-Magazine werden. Sieht ein bisschen aus wie Clark Kent. Außer, dass er blind wie ein Maulwurf ist, wenn er die Brille abnimmt. Aiello ist der Veteran. Aber ganz ehrlich, er ist ein ziemlicher Hinterwäldler. Okay. Machen wir es etwas interessanter. Der heilige Michael. Schutzpatron der Soldaten. Passt auf mich auf seit Kasserin. Sassmann dreimal in 10 Sekunden. Und er gehört dir. Ich weiß nicht. Auch nicht den Schwanz einziehen. Mein Mann ist Sassmann. Okay. Warum nicht? Ach, ihr spinnt doch. Ich sag Bescheid, wenn's losgeht. Wo war ich? Ich und meine Jungs, wir mischen uns unter diese Pokerrunde von Football-Schwachköpfen. Mit meinem System konnten die Jungs mir die Blätter der anderen anzeigen. Der Gesichtsausdruck eines Quarterbacks ohne den Pott. Okay? Hm? Das passiert, wenn du einen Trickser austrickst. Jetzt. Du gehst baden, verdammt! Aiello hatte Kraft für zwei Männer. Sagt man, gibt Juden nicht die Hand. Letzte Nacht klang das aber anders.
Und war engstirnig wie sechs. War eh nur ein blödes Schmuckstück. Aber wirklich schick. Ja, ich hol mir einfach ein besseres. Eine echte Trophäe, warte. Na dann viel Glück. Oh, na los, Besprechung um 1800. Ich regel das schon, Daniels. Halt dich einfach an mich. Die Besprechung fängt an. Was zur Hölle treiben Sie hier? Dann ist da noch Sergeant Pearson. Ein echter Schatz. Sie sind was Besonderes, was? Wollen Sie die Deutschen zum Tanz einladen? Nicht unbedingt, Sergeant. Swing liegt denen nicht. Vorsichtig, Sassman. Mir nach. Ganz offensichtlich habe ich eine Glückssträhne. Was auch passiert, bleibt nah. Erst die Normandie, dann der Rhein. Wir schaffen das, Daniels. Na dann, schauen wir mal. Bestreiten wir mit unseren Verbündeten eine Operation von beispielloser Wichtigkeit. Zur Errichtung eines Landekopfs in der Normandie, um die ausufernde deutsche Aggression zurückzuschlagen, die Europa seit 4 Jahren terrorisiert. Nur wir stehen zwischen der Welt und der Dunkelheit. Dies ist viel mehr als die Chance, sich zu Lebzeiten als Held zu erweisen. Wenn wir gewinnen, brennt sich unser Triumph in die Herzen und Köpfe einer dankbaren Welt für unzählige Generationen. Ich spreche von Ruhm, Männer. Wahrer Ruhm. Colonel Davis Rede war nicht übel. Diese Ansprache erinnerte mich an die von Coach Johnson vor dem Spiel gegen Austin an Thanksgiving. Du erinnerst dich bestimmt, dass wir das Spiel mit 42 Punkten verloren haben. Ständig über Pearsons Schulter schaut Lieutenant Turner. Er hält ihn an der kurzen Leine. Reißt Pearson sich los? Kriegen wir alle was ab. Seit ich ein Gewehr halten kann, wollte ich sein wie du, Paul. Es war nie leicht, dir zu folgen. Aber ich werde es verdammt nochmal versuchen. Jetzt. Wir werden sehen, aber schafft. Oder nie. Hey! Ach, könnte ich doch nur heim zu ihr. Warte doch mal auf Paris. Wirkt ziemlich weit weg. Und wichtig, der Strand ist nur Zwischenstopp. Sie müssen vorrücken. Halten Sie den Kopf unten und keine Gruppen. Denken Sie an Ihr Training, dann kommen Sie heil da durch. Es macht mich stolz, Ihr Anführer zu sein. Jederzeit, überall. D-Day, 6. Juni 1944, trennt dann nochmal die Frankreich. Oder? Haben Sie Angst, Private? Nein, Sir. Das sollten Sie. Daniel, hast du Feuer? Claro. Lass mal hin rauchen. Das erste nicht gesichert. Schauen wir mal. Gott sei Dank haben wir da noch eine dicke Wand vor uns. Wir sind. Nein, fuck. Und die ersten Toten. Liegen bleiben, liegen bleiben.
Alter, wie viele jetzt schon gestorben sind. Nehmen Sie eine Bangalore und gehen Sie zur Mauer! Wir müssen einen Weg zu den Bunkern freiräumen! Sie schaffen das! Ja, Sir! Ruhe und Frieden. Gott! Du musst los, Mann. So, jetzt müssen wir ja erstmal gucken, dass wir hier durchkommen. Alter, Alter. Scheiße. Gut, das ist auf Veteranen halt normal. Also, so richtig krasse Deckung hast du hier nämlich. Absolut überhaupt nicht. Oh, der Panzer ist gut. Nicht. Ich muss gucken, dass ich hier irgendwo Deckung finde. Das ist auch Veteran, da wird es auch öfters vorkommen, dass ich halt auch öfters mal sterbe. Wie jetzt. Oh mein Gott. So, wo gehe ich hin? Das ist soweit. Geh jetzt mal zu den Pfosten rüber. Digga, wir haben es geschafft. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier rüberkommen. Steht zerstören. Okay, das müssen wir jetzt hochjagen. Die wir gerade aufgesammelt haben. Nutze die Bangalore, ich gebe Deckung! Nach dem Durchbruch zu dem Bunker vorrücken! Was geschafft! Wohin? Drängung! Wir müssen vor. Deckung, ich muss erstmal hier bleiben, muss mich erholen. Da vorne gehen wir jetzt hin dann. Digga, wie lange brauchen wir uns, um uns zu erholen? Oder geht es jetzt gar nicht mehr? Komm raus, komm, trau dich. Den haben wir. Oder der lädt mir nach. PBSH ist schon ein bisschen besser. Nachladen. Müssen wir gucken. Okay, wir gegen Medikits. Ich glaube auch hier ist man mit der MP besser.
So, machen wir weiter. Da ist einer, oder? Ah, das war ein Kamerad. Was ist denn hier drin? Noch ein Medikit. Also wir müssen Medikits sammeln, dass wir das hier überleben. Wir kriegen keine Heilung. Und links unsere Energieanzeige. Wo wird's doch nochmal mit dem Sturmgewehr? Digga, der hat uns. Aber okay, wir haben uns, jetzt wo wir durchgekommen sind, haben wir uns deutlich besser geschlagen. Also das Medikit haben wir eingesammelt, naja. Der ist tot. Truppenfähigkeiten. Okay, jetzt müssen wir hier irgendwie hochkommen. Oh, da oben ist einer. Da ist nichts mehr übrig. Wir müssen hier hoch. Haben wir es jetzt überlebt? Digga, ich wollte dich nicht anschließen. Okay, ich wechsle wieder auf MP. Okay, man muss heilen. Raus. Reicht die Reichweite nicht? Die hat ja gerade was angezeigt, Digga. Hier ist ein Medikit. Der ist tot. Ich dachte gerade, da kommt einer. Gehen wir hier in Deckung. Okay, Munition ist knapp für der Waffe. Nein! Okay, ich. Als nächstes werfe ich eine Granate rein. Ist mir scheißegal. Muss ich jetzt wieder alle killen oder was? Komm raus. Okay, laut noch. Mal heilen. Hab ich den jetzt gut? Also, wir müssen noch mal heilen. Komm raus.
Weißt du, dass du da irgendwo chillst? Das war's, glaube ich, schon. Ah, Medikit. War das vorhin? Digga. Rüber damit! Okay, Bunker haben wir jetzt. Gibt es noch irgendwas einzusammeln? Medikit? Das war's dann auch schon. Okay, wir müssen hier weiter wahrscheinlich. Hier lang. Alles okay? Dir geht's gut. Wir gucken erstmal hier rein. Das sind alles Teammates, hier sind Granaten. Feindaktivität! Erste Granate! Komm, gib mir was. Danke. Okay, da habe ich keine Munition mehr. Da soll ich vielleicht mal was anderes aus. Irgendwas. Okay, was gibt's da raus? So schön, ich guck aber erstmal, ob ich hier noch Medikits etc. finde. Können wir alles gebrauchen. Wir spielen ja auf Veteran und da müssen wir echt an alles denken. So, wir spielen auch schon 23 Minuten, ne? Was ist das denn da? Ah, eine Art Schutzmauer. So, hier ging es raus. Ja, da ist ein Kollege. Habe ich MP? Nein, aber noch keine Munition mehr. Ja, geht's weiter. Noch eine Angriffswelle, überleben wir! So, nächste weiter. Wir müssen hier unbedingt weiter. Es sind echt viele gestorben, vor allem schon auf dem Schiff. Und sonst Bruchte. Digga. Ich gehe rein! Okay, der ist tot. Ich hab kaum Munition noch. Muss man heilen. Yankees! Registriere Aktivität!
muss eine andere Waffe aufheben. Geht nicht anders. Okay. Scheint auch eine Einzelschusswaffe zu sein. Ich lade nach. Nein, oh, das war wahrscheinlich in den Arsch. Wenn da oben eine Munitionskiste ist. Dann nehme ich die Waffe. Da war noch einer. Rüber damit! Muss man heilen? Ja, dann gib mir doch mal den Verbandskasten. Rüber damit! Gibt's eigentlich eine begrenzte Zahl, die wir aufnehmen können? Bunker sichern. Die Köpfe unten halten. Sie kommen in unsere Richtung. Rücke vor. Verstanden. Da kommt vor. Wie der Wind. Ja, das habe ich jetzt gerade meinen Kollegen erschossen. Oh mein Gott. Feinde beim Mörser. Ziel auf 2 Uhr. Rücke vor. Deutsche. Und den haben wir. Sie kommen in unsere Richtung. Bin leer. Lade nach. Er ist tot. Sie gehen auf der Deckung. Er ist erledigt. So, den haben wir. Ist da noch? Da ist noch einer. Den haben wir einmal frei gekillt. Soll die Waffe wechseln. So, ist hier noch irgendwas Brauchbares? Ja, den haben wir gleich. Ich will ja alles mitnehmen. Ich will jetzt hier nicht mehr irgendwas verbauen. Okay. Alles klar. Machen wir das mal. Let's fucking go! Letzten Bunker sichern. Wir halten bis zum letzten Mann. Digga, muss los. Haben lassen, Bullen. Jo, der ist tot. Den haben wir einen Helm vom Schädel geschossen. Die kommen in unsere Richtung. Digga, was los? Weg, weg, weg. Das ist neu. Meiner. Gut, den Nidiket nehmen wir mit. Und dann rein in die Olga. XXXXXX. Na komm, na komm. So,
Digga! Nein, ich hab's nicht geschafft. Nein, ich hab's nicht geschafft. Ich war zu langsam. Boah, aber das mit dem linken Stick da irgendwo, das ist fies, Mann. So, X-Spam, X-Spam. Ohne Ende. Come on. Jetzt haben wir's gleich. Komm. Jetzt haben wir den Helm. Mein Kollege ist verletzt. Komm her, Kumpel! Kann nicht laufen! Oh, Scheiße! Schaff mich weg von hier! Wir bringen dich hier raus, halte durch! Wir müssen zum Verwundeten-Nest! Digga, das ist mir zu schwer. Das ist... Wir müssen zum Verwundeten essen! Linke Seite! Da bin ich ja gespannt, wie viel Versuche ich jetzt brauche dafür. Ja, Digga. Also es sind etwas längere Folgen, auch deswegen, weil ich so oft sterbe. Aber ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. Okay, ich muss wahrscheinlich. Ich muss den Verbandskasten gleich nehmen, dass ich. Wir müssen zum Verwundeten Nest! Und immer mit der Ruhe. Verbandskasten nehmen. Wir müssen in Deckung! Zu viele! Ich nehme einfach mal vorsichtshalber noch den Verbandskasten. Komm, Digga, das schaffen wir. Wir schaffen das. Alle One-Shot. Oh, das hat er gut gemacht. Wir müssen weiter. Ich hab dich. Scheiße. Hier kommen wir runter. Kontrollpunkt. Nice. Digga, wir haben nicht mehr viel Leben. Es ist nur gut, dass wir alle Medikamente mitgenommen haben. Oh, Digga, war das schwer. Durchhalten. Die Frauen in Paris warten nur auf dich. Wirklich? Klar tun sie das. Ich kann nicht.
kann ich dein Mädchen noch mal sehen? Ist das dein Ernst? Schon gut. Ich sehe eh nichts. Ich leg mich einfach schlafen. Nein, nein, nein. Du musst wach bleiben. Hey. Daniels! Ich bin hier. Hilfe! Kann mir jemand einen Sanitäter holen? Das sind alle. Ich mach das! Weg da! Okay. Er kümmert sich um ihn. Ich brauch sie bei mir, Daniels. Herhören! Da ist ein GPS-Geschütz bei der Farm die Straße rauf. Es feuert auf den Strand. Gehen wir! Wir kommen wieder zurück. Kontrollieren Sie die Munition und Granaten. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal Pause, sonst wird die Folge zu lang. Ich denke mal, 37 Minuten ist schon extrem. Habt ihr Bock auf weitere Folgen, dann sagt mir Bescheid. Ich nehme gleich die nächste auf und würde sagen, liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Paar wieder. Bis dahin. Tschüss.